Was geht? Hast ein Taxi bestellt? Was geht ab? Alles klar? Wo bei dir? Servus Freunde, willkommen zum ersten Videoblog von mir. Wir treffen uns auf jeden Fall jetzt mit dem Achim. Wir gehen den jetzt abholen, der kommt hier aus Oberhausen. Folgendes, die Geschichte hat uns so ein bisschen gerührt, dass die Frau von Achim uns gesagt hat, ja, der war mal ein großer Fan gewesen, hört in letzter Zeit nicht mehr so Musik, beziehungsweise meine Musik oder allgemein Musik, weiß ich nicht. Der Grund ist, er hat jetzt ein Kind bekommen und da hat die Frau uns gefragt, ob er nicht dieses Treffen gewinnen könnte, damit er mal wieder aus sich rauskommt, ein bisschen wieder was macht. Und sowas unterstützen wir natürlich gerne. Wir wollen ein bisschen Spaß haben und etwas machen, was man vielleicht nicht alltäglich macht. Holen den Achim jetzt ab. Jo Achim, was geht? Alles klar? Ja, danke. Bei dir, Matjo? Auch. Wir sind auf dem Weg zu dir. Wir sind so in 700 Metern sind wir da. Ja, kein Problem. Ey, wo kommst du runter? Ich bin schon unten. Ah, okay, perfekt. Ey, warte, pünktlich. Ja, Mann. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Ich habe ein bisschen verschlafen. Super, Bro. Dann bis gleich. So, der Achim war pünktlich. Feier ich immer. Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Ich habe vergessen, alle Fenster zuzumachen. Und letztes Mal, als mir das passiert ist, ist mein ganzer Schreibtisch voll mit Wasser gewesen. Ich will nicht, dass das nochmal passt. Also Achim, verzeih mir bitte. Gleich da. Geht auch, Bro. Alles klar? Wie geht's dir? Bei dir alles gut. Bestens, danke schön. Ja. Bei dir siehst du auch. Danke, Bro. Ich habe heute auf jeden Fall einiges vor. Ja. Willst du dich kurz vorstellen vor der Kamera? Ja, ich bin Achim Möllenbeck, 29 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Hammer, ja. Und der Junge hat alles richtig gemacht. Ja, wir haben heute einiges vor. Wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Hast du was gegessen? Nein, noch nicht. Jawohl. Dann gehen wir jetzt erstmal fett essen. Ich glaube, der Achim weiß noch nicht, was wir alles machen werden, aber ich werde es ihm jetzt auf dem Weg zum Frühstück erklären. Erstmal ein bisschen Smalltalk halten beim Frühstück. Sehr und dann gerne. Schauen wir mal. Ich freue mich. Ich mich auch. Hast du Führerschein? Ja. Willst du fahren? Ja, kann ich machen. Aber nur wenn du willst. Ja, wenn du nichts dagegen. Kennst du Zentro Alex? Ja, klar. Und wie geht's dir? Mir geht's gut, Alter. Ich habe heute eigentlich ausgeschlafen. Ich bin sehr früh schlafen gegangen gestern, damit ich heute fit bin. Immer ein gutes Programm vor, weißt du? Schön. Freut mich echt. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Kindern? Ja, denen geht's allen gut. Ja? Bin ein bisschen nervös. 3,5 und 1,5. Hammer. Junge und Mädchen. Perfekt. Und Frau auch alles gut? Alles gut, ja. Die kam ja auf die verrückte Idee, dass sie schreiben wieder. Hat mich total überrascht. Ja. Du weißt noch gar nicht, was wir machen, ne? Nee, gar nicht. Ich hatte ein paar Ideen, aber so, ich lasse mich natürlich gerne auch überraschen. Die gehen jetzt erstmal frühstücken. Ja. Danach, kennst du Tree to Tree? Nee. Das ist sowieso Parcours, weißt du? Du musst so riesen Bäume hochklettern und so. Und dich dann von Baum zu Baum. Echt? So richtig. Ist das da am Gasometer? Das ist am Gasometer, ne? Ja. So Dschungel-Life, Mogli-mäßig. Ja, weißt du? Ich glaube, Training können wir dann heute wegfallen lassen. Ja, weil viele gesagt haben, wir sehen gleich aus. Ihr Was beide? Ja. Das stimmt, wir können eigentlich alle drei Brüder sein. Eigentlich ne? Brüder, drei. Er muss sich nur noch eine Glatze machen, dann passt. Wie ist es bei dir? Was machst du beruflich? Ich bin Produktionsleiter in einer sozialen Einrichtung im Elektrobereich. Was macht man da so? Ja, wir stellen meistens viele LED-Leuchten so her und verkaufen die halt dann an größere Kunden. Und ich habe dann halt eine Gruppe von 15 Leuten, maximal 15 Leuten, die dann geistig behindert oder psychisch behindert sind. Und ich bringe denen das bei, weil ich ja die Elektrofachkenntnisse habe. Hast du dir das ausgesucht, das zu machen, so extra mit? Ja. Genau. Hammer, ja? Ich hab so einen Hunger, du? Ja. Ich hab Hunger, auf jeden Fall. Brauchen wir gleich richtig rein. Ey, gibt's da All You Can Eat, ja, ne? Ja. Das werden die noch bereuen. Ich glaub für... Ab morgen gibt's das nicht mehr. Guck mal, das mit Salat isst du oder wegen dem Bizep nicht? Der T-Shirt ist wieder ein bisschen zu eng geworden. Ich glaube, ich muss wieder Salat essen. Der hat gesagt, Teller können wir voll machen. Mitarbeiter hat gerade direkt gefragt, weil er kannte uns nicht. Der ist ein bisschen älter gewesen, der hat gefragt, ob ich ein berühmter Kampfsportler bin. Und ich sag, nee, ich bin Rapper, ja. Guten Appetit, Jungs. Wie ist das, wenn ich das so sagen darf, von damals nichts gehabt zu haben oder von null angefangen und jetzt diesen Ruhm zu haben, diese Aufmerksamkeit der Menschen, was ist das für ein Gefühl für dich?
Was fühlst du so in die Augen? Schreck oder was? Ja, ist egal. Boah, ich wollte für die Kamera. Ich wollte mit Käse weg. Ich habe immer meine ganzen Jungs, ne? Also die mit mir sind, dabei waren. Wenn du bei deiner Familie bleibst, die halten dich automatisch auf dem Boden. Du kannst gar nicht abheben. Weißt du, wenn du die Werte von deiner Mutter und von deinem Vater und so, wenn du die ernst nimmst. Wenn ich jetzt so vor meinem Vater machen würde, würde mir eine Backpfeife geben, weißt du? Man muss immer bodenständig bleiben, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Weil wenn ich das so sagen darf, ist das, was ich auch sehr an dir feiere. Mhm. Diese Loyalität mit den alten Jungs von früher, alle mit ins Boot und alle immer noch dieselben Leute. Ich bin langsam wach geworden, der Hafi hat mich erweckt. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Runde durch Zentro, einmal spazieren und dann geht's zum Parcours. Danach hören wir uns so ein bisschen das Album an und danach gehen wir ins Studio. Okay? Okay. Zahlst du? Was? Ich hab mein Portemonnaie zu Hause. Spaß, Bruder. Ja, mein Bestes. Wie alt sind deine Kinder, Bruder? 3,5 und 1,5. Ich wollte noch ein bisschen Geschenke für deine Kinder kaufen. Mein Gott. Ich dachte, was soll ich dir kaufen? Bis 29, Bruder, deine Kinder werden sich bestimmt freuen. Wenn wir danke. Er selber versucht da. Da sind Nacktbilder von mir, private Sachen. Ist mir egal, bitte. Nein, ich zeig ihm doch nicht meine Nacktbilder. Surfen, Fotos und Videos verbieten. Ja, klar. Sie dürfen nicht in ihre Privatsphäre eindringen. Bitte einmal zeigen, dass nichts aufgenommen wurde. Nee, das sind wie gesagt aber eine andere. Und auch die Centro Security dafür rufen. Bitte einmal, von mir aus dürfen wir auch gerne... Ich bin breiter als die Türsteher, deswegen also ist Centro Security. Von mir Security. Aus dürfen wir auch diese wundervollen, bestimmt wunderschönen Privat... Ah! Die haben mich geschlagen! Lass mal raus, ey. Das ist meine Tochter. Da darfst du entscheiden. Ehrlich? Du musst mir Tipps geben. Ich kann dir einen einzigen Tipp geben. Das ist ein Foto von ihr. Ja. Die ist sehr sensibel, aber auch hart. Wow. Das ist echt eine süße Tochter. Ja. Echt zuckersüß. Das kann ich selber befüllen, damit ihr selber entscheiden könnt, ob die Bärchen halt ein bisschen weicher oder ein bisschen dicker werden. Aber du kannst zum Beispiel selber was draufsprechen, wenn du es verschenkst. Also ja, sagst du, Bruder? Süß. Sehr süß. Dann füllen wir den erstmal auf, oder? Ja, schön, dass ihr so freundlich seid. Kann ich auch selber was sagen? Du kannst auch selber was sagen, wenn du möchtest. Für die kleine Prinzessin Lia Häschen. Nee, das hört sich zu böse an. Für meine kleine Prinzessin Lia Isel. Perfekt. Geht doch. Für meine kleine Prinzessin. Vielen Dank. Ja, super. Für die Ewigkeit. Ja, für die Ewigkeit. Genau. Hast du nicht gesagt, dass mit uns beiden hält für die Ewigkeit? Hast du nicht gesagt, Digga, was auch kommt, wir gehen den Weg zu zweit? Ich mach erstmal das Geräusch hier in die Pfote rein. Und die dürfen das Herzchen. So ist ja, glaube ich, perfekt, oder? Ja, ne? Das ist ein bisschen warm, hat der Fieber. Das ist von der Wissenschaft. Wie funktioniert das Herzchen? Das kommt in die Brust, da kann man auch draufdrücken. Und es klopft immer nur 5 Mal und hört dann wieder auf, dass man wieder draufdrückt. Ich mache ein kleines Stück von dem Barcode mit rein. Wenn du gleich die Geburtsurkunde machst, die es dabei gibt, könntest du den Bären oder den Hasen registrieren. Und sollte der mal verloren gehen und jemand bringt ihn irgendwo in Deutschland zur Wildebär zurück, wissen wir, wem der gehört und können ihn zurückschicken. Ach, das ist also einmal gechippt. Und die Nabelschnur durchschneiden. Guck mal, so schnell bist du Hasenpatenonkel geworden. Das nenne ich mal eine nette Beratung. Okay, wollt ihr was zum Anziehen jetzt für das Bier? Ja, klar. So, das war's dann auch schon von der Folge Pimp My Rabbit. Nennen wir den Bärennamen. Schlappi. Ja. Ist ja Cinderella hier drauf. Sollen wir die Cindy nennen? Cindy ist ein schöner Name. Mit Liebe gefüllt von. Kleiner Wichser. Mit Liebe gefüllt von Mayo. Mayo. Der Mayo gesprochen wie Moiske. Fühlst du mal ganz kräftig? Super. Oder falls das nächste Mal krank wird, komm ich hier. Kannst du hier reparieren. Komm, ich darf so sein. So, jetzt müssen wir für den kleinen Rabauken noch was kaufen. Kleines Päuschen. Wir müssen danach noch Schuhe kaufen gehen. Für Malik. Danach... kehre ich zu meinem Ursprung zurück. Kletter. So Leute, jetzt haben wir der Prinzessin einen kleinen Teddybär gekauft. Aber für Malik müssen wir jetzt auch stabile Schuhe holen. Guck mal, du hast Fresher an, ich hab Fresher an. Deswegen muss Malik jetzt auch welche kriegen.
Welche Schuhgröße hat er? 25. Ach ja, übrigens, er hat noch abgecheckt, wir dürfen hier filmen. Ihr habt ja gerade mitbekommen, manche stellen sich hier quer und so. Aber du hast gerade mit wem gesprochen? Mit Bernd Politka, unserem Deutschlandchef. Auf jeden Fall stabil, schöne Grüße. Übrigens auch ein Duisburger. Ist er auch Duisburger? Ja, auch Duisburger, Riesen-MSV-Fan. Hammer. Ja. Wir Duisburger müssen zusammen halt. Und was mit dem? Der 95er, ja. Der ist ziemlich neu. Mhm. Den sollten wir noch da haben. Ja, der wäre da. Ja. Was sagst du? Den Schuh habe ich auch. Ja, dann noch besser. Dann könnt ihr im Partnerlook. Oh ja. Ne? Dank dir dann. Ey, joa. So, jetzt haben wir das passende Geschenk für Malik. Nimmt der sowas schon wahr, ja, ne? Schon nimmt er wahr, definitiv. Auch Nike? Marken halt nicht so, aber er weiß schon, dass das dann ein Bayram-Geschenk ist für ihn. Stabil. Von Onkel Macho. Ey, joa. Immer wieder gerne. Irgendwann gehen wir zusammen. Shisha rauchen. Shisha rauchen. Ne, besser nicht. Lieber nicht. Training. So, jetzt haben wir die Geschenke für Lia und Malik. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ja. Jetzt gehen wir klettern. Parcours. Bis gleich. Die sind überall fest. Ey, Bruder, da sind überall Bienen. Da ist auch eine Biene. Das ist eine Wespe. Pass auf. Da. Da, die ist tot. Ey, ihr wisst, ne, wenn ihr Wespen tötet, 10.000 Euro Strafe. So, der Bruder direkt ausgestattet. Vielen Dank an Sek Plus. Ey, joa. Problem ist, weil ich gerade wieder sehr viel Muskelmasse habe, kann das sein, dass der ein oder andere Ast brechen wird. So, wenn ihr die Karabiner am Seil festmacht, immer darauf achten, so gegenläufig dran machen, einfach aus Sicherheitsgründen. Schatz, ich komme! Ach ja, übrigens, ich habe Höhenangst, ne? Damit du weißt. Auf wird das Album von Macho Portal. Oh! Ach du heiliger Bimmer. Wenn wir fallen, dann fallen wir zusammen. Das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Und ist einfach? Anstrengend. Anstrengend? In den Oberarmen. Aber sonst an sich gut. Jawohl! Jawohl! Eieieiei. Ich hol dich da raus. Ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Das habe ich schon mal in einem anderen Blog gesagt. Ich habe übelste Höhenangst. Alter. Und ich habe das oben erst gemerkt, wie hoch das ist. Fitness-Orkun, egal wo der ist, immer am Pumpen. Ey, scheiße, Alter. Orkun. Ein. Gegen Ati. Zwei, drei. Yeah, du bist voll. Ich bin definitiv der Sieger. Ja, du bist schon bei zwei losgegangen. Das hat aber lange gebraucht, bis du runterkommst. Jungs, kurze Frage. Wo ist Majo? Majo ist noch unterwegs. Der läuft da drüber, als wäre das nix, ey. Du hast es geschafft, ja. Nur Alter, noch. War das eine Überwindung, ja. Hat Spaß gemacht? Nein. Nein, ich werde es nie wieder in meinem Leben machen. Das war so eine Überwindung. Ich kann euch nur eins ans Herz legen. Geht niemals klettern auf Bäume, ja. Ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, dankeschön, ne. Sehr gerne. Ich wär, ohne dich hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft und wäre einfach gesprungen runter. Geile Sache. Wie war's? Mega, auf jeden Fall. Echt? Geile Sache. Bis auf die Höhe. Enttäuscht. Also jetzt bin ich wieder auf dem Boden, Alter. Ich freue mich. Bruder, wenn der so gelitten hat heute, der darf heute auf jeden Fall mal Burger. So, Achim, sollen wir jetzt ein bisschen ins Album reinhören? Frontal, hast du Bock, Bruder? Total. Mega. Ja, oder ganz ehrlich, mega auf jeden Fall. Ja. Frau und ich, wir sind ein Fan von dir seit Tag 1, supporten dich und sind loyale Fans. Ich finde deine harten Lieder, die finde ich auch richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich sag mal, meine persönliche Meinung, so diese hittigen Lieder, so wie Flug und Diepigen, die sind mega einfach. Ja. Und ich sag, das ist einfach genau mein Ding, genau das, was ich hören will. So, was geht ab, meine Freunde? Ich hab's überlebt, ich bin im Studio. Und jetzt sind wir bei der eigentlichen Sache. Mein Bro Melvin ist auch am Start. Achim ist auch noch am Start. Warum machen wir die ganze Sache? Natürlich nicht, um meine Höhenangst zu bekämpfen, sondern wir wollen eine EP
machen für die Box. Und ja, ich will, dass diese EP in Zusammenarbeit mit meinen Fans entsteht. Und ja, wir haben jetzt hier so einen Beat-Ordner. Der Achim wird sich die Beats anhören und entscheiden, auf welchem Beat wir den ersten Song von der EP machen. Sehr gut, sehr guter Beat. Ja. Gefällt mir. Und welche feierst du bis jetzt am meisten? Den ersten. Sollen wir den ersten nehmen? Hast du Bock drauf? Lass uns den ersten nehmen. Ja? Okay, Bruder. Achim hat entschieden, wir rappen auf den ersten Beat und das wird der erste Song von der EP. Am 12. Oktober. Wenn ich anspanne, reißt der Pullover. Frontal, es wird heiß im Oktober. Mache mittlerweile 30 im Monat. Glaub mir, du fliegst nach einem High-Kick in Omach. Ich hab immer wieder Blam bei der Boma. Ich hab noch keinen Reim. Ein Satz, irgendwas. Das ist zu krass. Das ist echt. Was sagst du bis jetzt, was er geschrieben hat? Was er bis jetzt geschrieben hat, ist einfach Hammer. In so kurzer Zeit, was er alles für Reime sich ausdenkt und Hammer einfach. Wirklich. Ja, das wird schwierig, das hätte ich nie gedacht. Okay, lass mich den letzten nochmal machen. Glaub mir, du bist nach einem High-Kick in der Pullover. Frontal, es wird heiß im Oktober. Mache mittlerweile 30 im Monat. Glaub mir, du bist nach einem High-Kick in Ohnmacht. So Leute, wir sind fertig. Der erste Song für die Majo Army EP ist fertig. Sagst du, Bruder, wie gefällt dir der Song? Bombe. Eins der besten Raps, die ich je gehört habe. Er hat sich den Beat ausgesucht und ich würde sagen, wir zeigen mal ein bisschen, oder? Mensch, bist du bereit? Ja. Wenn ich anspanne, reißt der Pullover. Frontal, es wird heiß im Oktober. Mache mittlerweile 30 im Monat. Glaub mir, du bist nach einem High-Kick in Ohnmacht. Die 9 Milli Play auf der Skoda. Stabiler Tamile, doch Heimat Europa. Meine Weste weiß wie das Koka. Doch du schwimmst mit einem Haifisch im Ozean. Am Plan ziehen, doch hab nie gebaut. Ich bin anziehen, Bitches ziehen sich aus. Du bist Junkie für ein Gramm Speed. Sorg zu Schwanz wie an einem Shisha-Schlauch. Ich will Scheine sehen wie ein Zugbegleiter. Nur die Schrap und einen Kugelschreiber. Vom Cat to Kenneck zu einem Womanizer. Bänge Groupie-Vibe aus den Gucci-Kleidern. Hier endet die Reise. Time to say goodbye. Achim, Bruder. Das war mir eine Ehre, mit dir den Tag zu verbringen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bruder, mit der Motivation, wie gesagt, ich muss meine ganze EP jetzt fertigstellen. Ich hoffe, das wird mit den anderen Fans genauso gut ablaufen wie mit dir. Ich schwöre, wir haben heute mega was auf die Beine gestellt, haben voll viel Spaß gehabt. Du bist ein super Typ, Bruder. Küsst deine Prinzessin von mir und den kleinen Macker, gibst du die Schuhe. Grüß deine Frau. Durch dir hat das alles stattgefunden, durch ihren Kommentar. Bleib so, wie du bist. Danke, Majo. Und bestimmt sehen wir uns mal wieder, Alter. Komm uns mal besuchen. Wir sind auf der Jägerstraße. Auf jeden Fall alles Gute auch für dein Album. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Geschenke, für den wundervollen Tag unter den Männern. Gerne. Unvergesslich. Vielen lieben Dank. Das war der erste Block. Peace.